Okay. Okay, Eric, wo gehen wir hin? Da lang, ne? Hey, sei nicht so unfreundlich zu mir. Oh, es regnet, ne? Also auf jeden Fall ist der Boden nass geworden. Boah, ich liebe es gerade so, einfach hier lang zu laufen. Hm. Komm, wir machen jetzt mal was ganz Verrücktes. Wir gehen mal in die Tube. Kann ich denn hinreisen? Ich will einmal... Warte, Schnellreise. Mal gucken, wie das aussieht. Aber ich glaube, das ist einfach nur eine normale Schnellreise, ne? Ja, schade. Huch. Hm. Schade. Das wäre cool gewesen. Hätten sie das jetzt irgendwie so gemacht, dass der wirklich in die Tube einsteigt und dann damit fährt. Das wär lässig. Was haben wir denn hier so? Hm, okay, schick. Hm. Steht ihm. Nice. Doch, doch. Kann er tragen. Ich finde, er kann das tragen. Absolut. Was ja unrealistisch ist, dass hier so wenig Verkehr ist. Wobei, das kann auch an der, in dem autonomen Fahren liegen, dass es hier so leer ist. Who knows? Stand firm and united. Mhm.
Und die sind alle so super freundlich zueinander, ne? Da oben, wie soll ich denn da hinkommen? Berggebiet, jo. Albion have established an operational base in the Royal Court of Justice. If Albion owns the courts, that means they can arrest and put in jail whoever they want. It's bullshit. Exactly. But it likely means there's information here about how Albion are targeting dissenters, the who and the why. We need that data if we're going to disrupt their operation. Es war schön, hier die ganzen Fallen wieder aktivieren. Was ich ganz gut finde, ist, dass das mit dem Hacken jetzt auch durch die Wände funktioniert. Ja, los, lauf in die Falle. Ach, Mann. Sehr gut. Okay, das ist alles nur zum Verstecken, ne? Einmal entsperren. Nach Crash 2 und 3 kurz hintereinander lasse ich es mal heute sein. Jetzt noch was Leckeres mampfen. Lass es dir schmecken. Ich habe gerade nur einen Schokoriegel gegessen. Ich bin wieder so in meiner Phase. Gelegenheit. Sammeln Sie Beweise. Interagieren. Kempten Widerstand. Was haben wir hier? Royal Courts 2. Von Zentrale an Wes Gerichtssicherheit betreff weitergeleitet Abriegelung des Gerichts. Hey, die. Die Zentrale hat sich die Liste angesehen, die du gefunden hast und ist total durchgedreht. Guter Fund, aber damit hast du dir das Leben ziemlich schwer gemacht. Tut mir leid. Sie selbst. Anhang offizieller Befehl. Gruppe 2. Sicherheitspersonal im Gericht von Westminster. Soll sofort mit der Abriegelung des zugewiesenen Bereichs beginnen. Vollständiger Kontrollpunktsystem. Nur für Berechtigte mit VIP-Eskorte. VIP-Liste. Rupert Williams. Cynthia Cosanin. Christopher Skincarriel. Jeremy Park. Owen Maher. Nachricht gekürzt. Warte mal, was haben wir hier? Motorroller-Scheinwerfer.
Mods und Rocker waren zwei Antagonisten. Antagonistische Subkulturen in England der 60er Jahre. Mods fuhren Motorroller und trugen enge italienisch anmutende Kleidung. Rocker bevorzugten Motorräder und Leder. Beide Gruppen hatten großen Einfluss auf weltweite Musik- und Modetrends. Der Rest ist noch nicht entschlüsselt. Was haben wir hier? Das war der Text von Trafalgar. Begley, what do we have? A list of what Albion consider high-value targets that are threats to the peaceful running of London. See here, a journalist, and this one runs a community shelter. Ich mag Begley. Bar your doors. What the fuck? All suspected of sowing rebellion or exhibiting tendencies towards... Albion is systematically arresting people even before they rise up. Joke's on them. This list can actually help us find like-minded allies willing to help us. Well done. Now, let's disrupt some of Albion's propaganda and give some hope to the people. Mm-hmm. Let's give them some hope. Ich frage mich gerade, wie ich da noch höher kommen soll. Wie soll ich denn da hochkommen? Warte. Das hat doch vorhin schon so gut funktioniert. Oh Gott. Wieso kommt denn da keine Frachtdrohne? Das verstehe ich jetzt nicht. Das kapiere ich jetzt nicht. Ach, ich soll das... Nein, warte. Ha! Yeah, I think this will do. Freedom is dead. Ziel erreicht. Neue Schablone freigeschaltet. Sehr cool. Kann ich das auf der anderen Seite auch machen? Dass ich da einfach so lang latsche? Achso, das ist irgendwo unten. Oh! Uiuiuiui. Okay.
Ja. Und, ist da noch was? Direkt da. Mhm. Yes. Muss ich jetzt nicht verstehen, ne? Wie soll ich denn da hinkommen? Ach, da! Check out my legs! Got a casualty here! Oh yes! This is the way to move! Oh Mist, der lebt ja noch. Jetzt nicht mehr. Okay, cool. Bringt mich aber mit dem Briefstück da nicht wirklich weiter, ne? Das muss doch da oben irgendwo liegen. Ja, das ist mir schon bewusst. Das ist mir schon bewusst, dass das da oben irgendwo liegen muss. Ich habe es halt nur nicht gesehen. Weil jetzt liegt es wieder unten, aber da komme ich nicht weiter. Hier hinter. Da in der Ecke liegt das. Also unten in der Ecke, da wo man von außen nicht hinkommt. Royal Kurtz 1. Wie versprochen, diese Nachricht ist verschlüsselt. Informationen sind vertraulich zu behandeln. JF. Rupert Williams, Richter, hat bereits mehrfach Versuche niedergeschlagen, das Schnüfflergesetz mit Zivilprozessen gegen den Staat zu lockern. Der Ehemann besitzt ungefähr 2,5% Anteil von Bloom. Cynthia Cousanin, Anwältin, ehemalige Unternehmensjuristin bei Bloom London, mittlerweile hauptsächlich in der Privatwirtschaft tätig, doch der Sirs heuert sie immer wieder für Zivilprozesse an, die vor Gericht gehen. Einmal eine Handlangerin des Überwachungsindustriekomplexes. Christopher Skincarrio, Richter, Unternehmensjurist bei Broker Tech, ehemals Bloom, hat Dutzende Ethikbeschwerden außergerichtlich beigelegt. Er hat angeblich eine Vertraulichkeitsvereinbarung entwickelt, die so effektiv ist, dass seine Kollegen sie den Ballknebel genannt haben. Reizend. Nach dem Essen auf der Couch versackt und eingepennt. Oh, dann war das Essen gut. Ich glaube, ich bin dann nochmal weg. Bis morgen, Liebes, und viel Spaß noch. Ich danke dir, Hami. Ich wünsche dir eine wundervolle gute Nacht. Schlaf schön.